Hast du endlich genug? Hast du endlich genug? Bist du jetzt bereit? Vielen Dank. Und jede einzelne freie Entscheidung, die Sie treffen, entspringt entweder einem Gedanken der Liebe oder der Angst. Es gibt keine Alternative. Und wenn ich das, was wir hier heute Abend versuchen zu begreifen, zusammenfassen müsste, dann würde ich das vermutlich folgendermaßen tun. Dieses Gefühl in Ihnen, diese Liebe in Ihnen, ist Gott, der sich mit ihnen durch sie hindurch Gehör verschafft. Ja? Mein Name ist Daisy und ich wollte nur sagen, dass ich ihr Buch fantastisch finde. Vielen Dank, Daisy. Und ich habe das Gefühl, dass ich endlich verstehe, was es bedeutet, sein Leben jeden Moment wahrzunehmen. Fühlt sich gut an, nicht? Es ist großartig. Ich fühle mich, als hätte man mir ein Geheimnis offenbart. Nun ja, das Geheimnis ist jetzt raus. Das Problem, das ich habe, ist, dass viele meiner Freunde, sogar meine Familie, sobald ich irgendwas sage, was mit Spiritualität zu tun hat, dann gucken sie ganz komisch. Aha. Und ich erkenne diesen Blick wieder, diesen überheblichen Gesichtsausdruck, denn ich habe früher wohl immer genauso geguckt. Ich weiß ganz genau, wovon Sie sprechen. Und die gute Nachricht ist, Sie sind nicht verrückt. Gut. Es sei denn, wir sind beide. Und falls das der Fall ist, befinden wir uns in bester Gesellschaft. Statt sich darüber Gedanken zu machen, was andere über Sie denken, sollten Sie den Fokus darauf legen, was Sie selbst über sich denken. Nur das ist wichtig. Bedauern Sie irgendwas? Eine Menge. Erzählen Sie uns mehr darüber. Sind Sie etwa Anwalt? Ich wünschte, dass ich an diesem Punkt meines Lebens angekommen wäre, ohne so viele... Ich wünschte, dass ich an diesem Punkt angekommen wäre, ohne so viele Menschen zu verletzen. Ganz besonders nicht die Menschen, die ich geliebt habe. Aber ohne sie wäre ich möglicherweise heute nicht da, wo ich bin. Sehen Sie, wir dürfen nie vergessen, dass alles, was im Universum geschieht, zu unserem Besten geschieht. Das ist immer so. Und zwar unabhängig davon, wie widrig die Umstände auch erscheinen mögen. Oder was noch viel wichtiger ist, wie wir die Umstände wahrnehmen. Sie haben vielleicht Nerven,
Wie bitte? Sie sind ein Heuchler. Schon gut, schon gut, schon gut. Sie predigen da vorne über Gott und die Liebe, aber wie oft haben Sie sich scheiden lassen? Wenn Gott mit Ihnen redet, wieso können Sie keine Beziehung mit einer Frau aufrechterhalten? Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft ich mir diese Frage selbst gestellt habe. Die Frauen in meinem Leben sind alle wundervoll. Und sie haben mich alle sehr viel besser behandelt, als ich sie. Ich habe sie verraten. Genau wie meine Kinder. Verraten und sitzen lassen. Das gebe ich zu. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ohne ihre Privatsphäre zu verletzen. Und das werde ich nicht tun. Aber was ich tun kann, ist Ihnen von nun an so viel Liebe zu schenken, wie ich zu geben imstande bin. Damit jede meiner Handlungen, jede Geste von reiner Liebe getragen wird. Klingt für mich, als hätten Sie ein Buch voller Lügen geschrieben. Falls Sie mich fragen wollen, ob ich das alles erfunden habe, lautet meine Antwort nein. Aber ich habe mich genau dasselbe gefragt. Ich habe mich gefragt, ob mir jemand glauben würde. Glauben würde, was ich sage und wo ich das her habe. Und ich denke, das müssen Sie entscheiden. Jeder einzelne von Ihnen. Ich kann nur hoffen, dass Sie die Botschaft nicht bagatellisieren oder sogar ablehnen, nur weil sie von so einem unzulänglichen Boten überbracht wird. Mein Name ist Kay und ich wollte Ihnen nur dafür danken, dass Sie bereit sind, Ihre Fehler einzugestehen. Nun, ich danke Ihnen, Kay. Ich danke Ihnen allen, aber ehrlich gesagt mache ich immer noch Fehler, bis auf den heutigen Tag. Und aus diesem Grund kann ich nur sagen, dass sich auch für mich die Gespräche mit Gott wie ein Wunder anfühlen. Ursprünglich waren sie aus der Not geboren. Ich war verzweifelt und hatte das Bedürfnis, mein Leben zu verändern. Und ob ich es geschafft habe, alles so umzusetzen, wie ich es mir wünschen würde, weiß ich nicht. Aber so hat es nun mal angefangen und dieser Prozess ist noch immer im Gange. Meine Frage ist, mal angenommen, Gott hätte eine Botschaft für uns, seine wichtigste Botschaft, die er uns gerne übermitteln würde, und Sie wurden auserwählt, uns die Botschaft zu überbringen. Was würden Sie uns mitteilen? Das lässt sich in 5 Wörtern zusammenfassen. Ihr habt mich falsch verstanden. Ich danke Ihnen. Hier ist dein Flugticket. 10 Uhr geht's los. Danke für alles. Wir treffen uns dann in New York. Wieder nichts, ha? Ich tue, was ich kann.
Ach, was Sie nicht sagen. Hören Sie, ich verstehe das nicht. Ich habe viel Erfahrung. Aber Ihre Erfahrung ist völlig irrelevant, Neil. Das habe ich Ihnen schon mehrfach gesagt. Solange Sie diese Halskrause tragen müssen, geht keiner das Risiko ein, Sie einzustellen. Ehrlich? Was genau ist eigentlich Ihr Job? Was machen Sie alle hier? Hauptsächlich überreichen wir Schecks an Menschen, die uns für ihre Probleme verantwortlich machen wollen. Entschuldigung. Was haben Sie Ihnen im Krankenhaus gesagt? Dass ich mich in ein paar Tagen besser fühlen sollte, aber das ist jetzt fast einen Monat her. Wow. Anscheinend haben die etwas übersehen. Was? Sie haben einen gebrochenen Halswirbel. Sie sind mit Ihrer Miete 3 Monate im Rückstand. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich habe meinen Job verloren. Ja, genau. Ich weiß, und das mit Ihrem Unfall tut mir auch leid, Neil. Aber ich will nicht meinen Job verlieren, nur weil Sie Ihren verloren haben. Kommen Sie, ich tue, was ich kann. Brenn mir die Hacken ab, jeden Tag. Können Sie nicht jemanden anrufen? Diese Anrufe habe ich schon längst gemacht. Ich meine, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Um 5 Uhr, Neil.
macht das falsch! So habe ich es auf der anderen Seite auch gemacht. Nein, das kommt da nicht hin. Ach, du machst das falsch. Ich zeig dir, wie das geht. Nein, das kommt da nicht hin. Laut Gebrauchsanweisung aber schon. Wie man das macht. Bind einfach die Leine am Baum fest, aber hoch genug, damit du dich nicht mitten in der Nacht umbringst. Ich wünschte, ich hätte eines von diesen altmodischen Zelten, die man von innen heraus aufbauen kann. Ich nehme mal an, es ist nicht das erste Mal, dass Sie ein Zelt aufbauen. Bitte, Gott, lass mich nicht hier sterben. Für Gott ist finanzieller Überfluss und Spiritualität kein Widerspruch. Im Gegenteil, das kann sogar Hand in Hand gehen. Finden Sie es nicht auch seltsam, aber in unserer Gesellschaft fehlt die Wertschätzung für unsere wichtigsten Jobs. Was wollen Sie damit sagen? Ich meine, wir haben kein Problem damit, dass ein Footballtrainer 5 Millionen pro Saison verdient oder ein Schauspieler 10 Millionen pro Film. Aber wir glauben, die Menschen, die mit Spiritualität zu tun haben, müssten immer völlig mittellos sein, zölibatär und abstinent leben. Und am liebsten alles zusammen, oder? Ich meine, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kann von mir aus auf das alles verzichten. Denken wir uns eine Welt, in der die Menschen, die am allermeisten geben, dafür auch am meisten Geld erhalten. Lehrer, Krankenschwestern, Künstler, Feuerwehrmänner, Polizisten, Schriftsteller. Und Mütter! Mütter, ja, Mütter, gut. Ja. Menschen, die verbindend wirken, die uns nicht voneinander trennen oder von uns selbst entfernen. Stellen Sie sich vor, was das für eine Welt wäre. Und wir könnten diese Welt schaffen. Es liegt allein bei uns, in unserer Verantwortung. Wir sind die, die wir brauchen. Wir sind die, auf die wir schon so lange warten. Wir sind. Wir sind. Sind Sie wach da drin? Sie da, ich habe gefragt, ob Sie wach sind. Ein Moment! Morgen. Guten Morgen. Ich bin Oscar. Wie wär's, wenn Sie kurz mal da rauskommen würden? Warum? Sie sind zwar erst nachts gekommen, aber ich bin hier der Chef und Sie sollten sich über die Regeln im Klaren sein. Regeln? Ja, ich gehe sie kurz mit Ihnen durch. Kommen Sie doch einfach näher, damit ich nicht so schreien muss. Okay. Danke. Die Miete macht $25 pro Woche. Die Toiletten und Duschen sind da drüben. Unsere Putzfrau hat vor einem Monat gekündigt.
Wenn Sie, nachdem Sie fertig sind, sauber machen würden, wissen wir das zu schätzen. Okay. Diese Hütten da hinten sind auch zu mieten. Die kosten die Woche $75. Aha. Weiter unten am Wasser ist noch ein Picknickplatz, aber der ist für echte Camper reserviert und nur für echte Camper. Echte Camper? Die kommen normalerweise mit dem Auto, bleiben ein paar Tage und fahren dann weiter. Typen wie Sie, die nachts im Regen kommen, mit nur einem Zelt und einer Isomatte, die nennen wir professionelle Camper, müssen Sie wissen. Ach ja? Ihr Professionellen habt die Tendenz, hier hängen zu bleiben. So wie die Kerle da hinten. In ein paar Tagen bin ich bestimmt wieder auf den Beinen. Ich brauche nur einen neuen Job. Weil Sie erst so spät gekommen sind, geht die letzte Nacht aufs Haus. Aber Freitag sammle ich die Miete für die ganze Woche ein. Und zwar um 15 Uhr. Wenn Sie dann noch hier sind, erwarte ich, dass Sie pünktlich zahlen. Ausnahmen gibt es hier nicht. Okay. Wenn Sie nicht zahlen, fliegen Sie raus. Ich flieg raus. Haben wir uns verstanden? Ja, haben wir. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ach, und übrigens, ja? Ich würde Ihnen raten, die Plane, die Sie da in der Hand haben, oben auf Ihr Zelt zu legen. Wofür ist die? Schützt vor Regen. Wie ich sehe, haben Sie viel Erfahrung. Radio, das sagt eine Menge. Wieso haben Sie keinen Lebenslauf? Nicht so wichtig. Wollen Sie mir nicht sagen, wieso Osborne and Associates jemanden wie Sie einstellen sollte? Wir haben über 20 Bewerbungen. Wieso Sie? Ungeachtet meiner äußeren Erscheinung hatte ich leitende Positionen in 3 verschiedenen Firmen. Was mir in puncto Arbeitsmoral zu denken gibt. Oder Sie durchlaufen gerade eine anarchistische Phase. Will sagen, Ihnen mangelt es an Zielstrebigkeit. Tatsache ist, ich wurde entlassen, als man den Sender, für den ich gearbeitet habe, mit einem anderen zusammengelegt hat. Ich meine, alle Welt fusioniert. Und ich bin schon fast 50 und so überqualifiziert, dass Sie mich vermutlich nicht einstellen werden, oder? Tja, wissen Sie, die meisten Bewerber haben einen Hochschulabschluss. Sie haben keinen. Nein, habe ich nicht. Ich wäre trotzdem ein guter Mann für Osborne and Associates. Nun ja, was wir hier brauchen, sind hervorragende Männer, Mr. Walsh, keine guten. Es tut mir leid. Okay, hören Sie, ich brauche diesen Job, unbedingt. Sie sind überqualifiziert. Der Nächste. Der Nächste, Chef, auf geht's. Das müssen Sie nicht ernst nehmen. Außenseiter machen Sie ein bisschen nervös, das ist alles. Ich schätze mal, Sie bleiben noch eine Woche hier, stimmt's? Wie bitte? Ist nicht so leicht, wie Sie gedacht haben. Hören Sie, an der Ecke gibt's einen kleinen Laden. Sie nehmen alte Dosen und Flaschen, so bezahlen die Jungs hier ihre Miete. Sie holen sich einen Sack voll Aluminiumdosen und schon haben Sie die halbe Wochenmiete. Ein Sack pro Tag und Sie haben was zu essen. Reicht sogar für Alk. Nein, ich trinke nicht, danke. Ach ja? Wenn Sie noch eine Weile hier sind, tun Sie's. Thank you.
Gott. Haben Sie mich erschreckt. Was zum Teufel wird das? Was? Sie gehören mir. Das hier ist mein Revier. Tut mir leid. Das wusste ich nicht. Naja. Jetzt weißt du es. Okay. Wie ich sehe, hast du Oakley kennengelernt. Ich wusste nicht, dass das hier in Territorien unterteilt ist. Wir nennen es Reviere. Wieso hat er das nicht einfach gesagt? Dann hätte er seine blöden Danke-Dosen von mir gekriegt. Wenn jemand schon drohen muss, bedeutet das, dass er eigentlich ziemlich schwach ist. Lass dich bloß nicht nerven. Okay. Die ist verdammt hübsch, nicht wahr? Wer ist das? Das ist Sunny. Ich hätte nichts dagegen, bei dir mal die Reifen zu wechseln, wenn ihr wisst, was ich meine. Seit wie vielen Jahren sagst du das schon? Träume können nicht verjähren. Und ich habe bessere Chancen als du, alter Mistkerl. Das glaube ich kaum. Dann solltest du schön weiter träumen. Hey, danke. Alles okay? Im Vergleich wozu? Ein verflucht gutes Argument. Hier, was mit deinem Hals? Oh, ich hatte beim Bullenreiten einen Unfall. Das war nicht ohne. Dann würde ich sagen, heute ist ein besserer Tag. Ist kein irischer, aber er haut rein. Nein, danke. Ich trinke nicht. Wieso nicht? Bist du krank? Ja, es hat mich irgendwie nie so interessiert. Ha, ist ja mal was. Ja, hier. Nein, du kannst sie behalten. Nimm's als Starthilfe. Okay, wo ist der Haken? Gestern hast du noch geguckt, als ob ich deinen Hund getötet hätte. Ich hab keinen Hund. Du kriegst schon noch mit, wie es läuft. Sich mit Pennern anzufreunden, ist verdammt schwer. Sie wieder loszuwerden, ist schwerer. Heißt das, wir sind Freunde? Ha, noch nicht. Hast du dir Lesestoff besorgt? Nein, ich brauche nur ein kleines Polster unterm Schlafsack. Neil, komm her! Komm schon! Ich werde dich nicht beißen. Also komm schon. Habt ihr Hunger? Neil? Sicher, dass ihr genug habt? Mein Sohn, ein richtiger Müllcontainer hat immer genug. Man muss bloß wissen, wo man nachgucken muss. So läuft der Hase. Hast du auch Guacamole? Also dich versteh mal einer. Bitte nicht schon wieder, Chef. Bitte nicht, okay? Der Montag ist wirklich ein unergiebiger Tag. Also doch. Dienstags und Mittwochs sieht's schon ein bisschen besser aus. Aber immer noch nicht viel besser. Und donnerstags kriegst du hauptsächlich Fastfood. Weil die Leute am Donnerstag wie ein Haufen wild gewordener Ratten durch die Gegend wuseln, um ihr Arbeitspensum zu bewältigen. Wieso? Weil sie am Freitag bezahlt werden. Und dann kommt der Samstagabend. Da hat man seine Dates. Da geben die Leute freiwillig am meisten Geld fürs Essen aus. Und aus genau diesem Grund gibt es Guacamole immer nur samstags. Jetzt fragst du, wieso? Das liegt daran, dass... Hilf mir kurz, Fitch. Die Leute das halt so machen. Da haben sie Geld, genau. Ich hab's gleich fertig. Der Sonntag ist wieder ein unergiebiger Tag, weil da die meisten Leute zu Hause essen. Okay, holt euch eure Teller. Neil? Kommt, haut rein. Nein, aber danke. Der Junge ist noch feucht hinter den Ohren. Ach, soll er machen. Du kommst wieder! Hey, sag mal, suchst du was, mein Freund? Ja, haben Sie eine Toilette? Wir haben sogar zwei Toiletten. Danke. Wo willst denn du hin? Na, auf die Toilette. Aha, du willst aufs Klo. Mhm. Verstehe. Ich sag dir was, auf deiner Straßenseite ist ein Baum. Siehst du den? Ja. Yeah. Gut. Da kannst du gern dein Bein heben, genau wie die anderen Hunde. Leute wie du machen mich krank. Könnt ihr nicht arbeiten gehen, wie alle anderen auch? Gibt's ein Problem? Er denkt, er darf rein, um die Toilette zu benutzen. Rein und raus, okay? Danke.
Entschuldigung. Hallo. Oh, hallo. Ich bin Neil und ich bin etwas... Harry, ich bin der Hausmeister. Tag, Harry. Hi. Harry, sagen Sie, gefällt Ihnen das Buch? Oh, es ist wundervoll. Ich habe auf diesen Tag gewartet, seit vor ein paar Monaten Ihr Name im Programm stand. Warten Sie, lassen Sie mich Ihnen Ihre Garderobe zeigen. Ach, sagen Sie, Harry, was gefällt Ihnen an meinem Buch? Oh, ich will Sie auf keinen Fall belästigen. Nein, Sie belästigen mich nicht. Ich meine, ich möchte es wissen. Solange ich denken kann, war ich wütend auf meinen Vater. Ich will auf keinen Fall so tun, als ob inzwischen alles prima wäre. Denn mein Vater war bösartig und gemein. Ich habe ihn gehasst. Ich weiß, das sind starke Worte, aber wahr. Und dieses Buch. Ihr Buch hat mir nach 20 Jahren voller Wut und Verzweiflung endlich geholfen, meinen Hass loszuwerden und meinem Vater zu vergeben. Aber all das, was ich für meinen Vater empfunden hatte, habe ich in Wirklichkeit für mich selbst empfunden. Und eigentlich müsste ich mir selbst vergeben. Ich müsste mir all meine Gefühle, meine Wut auf meinen Vater verzeihen. Jetzt habe ich es zum allerersten Mal laut ausgesprochen. Und hier, auf Seite 20, ich kenne Ihr Buch auswendig. Tatsächlich? Sie schreiben, Gott sagt, meine gebräuchlichste Kommunikationsform ist das Gefühl. Das Gefühl ist die Sprache der Seele. Wenn du wissen willst, was in Bezug auf irgendetwas für dich wahr ist, dann achte darauf, was du fühlst. Fitch? 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 Kannst du mich hören, Fitch? Herrgott, ich bin nur betrunken, nicht taub. Warum tust du dir das an? Ich tu mir gar nichts an. Die verfluchte Bauchspeicheldrüse hat ihren eigenen Willen. Ich mache nur, was das Schicksal für mich vorgesehen hat. Und jetzt nerv mich nicht. Du bringst dich um, ist dir das klar? Verlange jetzt nicht, dass ich nicht mehr trinken soll. Kann ich nicht garantieren. Du wirst mir die Hölle heiß machen, habe ich recht? Thank you.
diesem Campingplatz sterben. Guten Morgen, Programmredaktion. Ich rufe wegen der Zeitungsanzeige an. Wie bitte? Verzeihen Sie bitte. Könnte ich wohl mit dem Programmdirektor sprechen? Der ist im Moment auf Sendung. Worum geht es? Naja, ich rufe wegen der Anzeige an. Sie suchen doch einen DJ fürs Wochenende. Hallo? Diese Anzeige war erst für nächste Woche geplant. Sowas. Ich habe die Zeitung vor mir. Und welche bitte? Die Ashland Daily Tidings. Entschuldigung, aber... Der wievielte ist heute? Heute? Der 7. November. Hallo? Nein, ich bin noch dran. Entschuldigung. Ist denn eine Stelle bei Ihnen frei? Ja. Seit 6 Monaten dreht sich hier dauernd das Personalkarussell. Ich sag Ihnen was. Ich schreibe mir Ihren Namen und Ihre Nummer auf und sorge dafür, dass Roy zurückruft. Besteht die Chance, dass ich vielleicht heute noch mit Roy sprechen kann? Er hat im Moment extrem viel Arbeit, aber ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Unter welcher Nummer kann man Sie erreichen? Er kann mich erreichen unter... Er kann mich unter 555-7507 erreichen. Mein Name ist Neil. Hallo, Neil. Ich bin Leora. Es war sehr nett, mit Ihnen zu plaudern. Ja, ich fand's auch nett, mit Ihnen zu reden, Leora. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Und ich freue mich auf Ihren Anruf. Herr Reparias, wir haben vor Feierabend noch 2 Baustellen und du komm mal her. Hallo?
Neil? Hallo. Hi, hier ist Leora. Hi, Leora. Störe ich Sie etwa bei irgendetwas? Nein, alles bestens. Mir geht's bestens. Und wie geht's Ihnen? Gut, haben Sie... Ich habe Roy von Ihnen erzählt und er sagt, er möchte Sie treffen. Können Sie morgen um 9 herkommen? Ja, morgen ist toll, natürlich. Ja, das passt mir. Okay, Sie wissen, wo wir sind? KYOL. Ich bin mir sicher, ich werde Sie schon finden, Leora. Okay, dann sehen wir uns morgen. Klar, okay, auf Wiedersehen. Heißt das, Sie wollen damit sagen, dass wir alle die ganze Zeit ein Gespräch mit Gott führen? Natürlich. Aber wie meinen Sie das? Können Sie etwas mehr dazu sagen? Sicher. Sie greifen zum Telefon, um jemanden anzurufen und derjenige ist schon dran. Oder Sie fahren ziellos durch die Gegend mit dem Gefühl, dass Ihr ganzes Leben sinnlos ist. Und der nächste Song im Radio spricht Ihnen aus dem Herzen, als ob dieser Text speziell für Sie geschrieben worden wäre. Und auf einmal passt alles zusammen. Oder noch ein Beispiel. Jemand tritt scheinbar wie aus dem Nichts in ihr Leben und sie fragen sich, was will der denn jetzt hier? Und plötzlich eines Tages ergibt alles einen Sinn und sie fragen sich, wie konnte ich je ohne denjenigen zurechtkommen? Natürlich, wir kennen alle solche Momente. Das ist Gott. Was Ihnen passiert ist, könnte also auch unseren Zuschauern passieren? Es passiert Ihnen schon und Ihnen auch. Ich korrigiere mich gerne. Und gleich geht's weiter mit Neil Donald Walsh und seinem Buch Gespräche mit Gott. Ich wusste doch, ich habe da hinten noch was Passendes. Toll. Und danke fürs Waschen und die frischen Sachen. Sehe ich so aus, als könnte man mich einstellen? Es ist bloß Angst. Sie haben gut reden. Was, wenn Sie an meiner Stelle wären? Was, wenn es nicht klappt? Was, wenn doch? Neil, Sie haben Angst, den Teil, der Sie überhaupt erst hierher gebracht hat, in sich aufzugeben. Aufgeben? In mir ist bloß Leere. Und deshalb sind Sie auch hier? Nein, ich bin hier, weil ich meinen Job verloren habe. Sie haben sich selbst verloren, deswegen sind Sie hier. Nun ja, im Moment will ich nur diesen Job haben. Sie kriegen ihn. Sie sind bereit dafür, Neil. Das ist Ihre Gelegenheit, die wahre Liebe kennenzulernen. Darf ich fragen, wie? Sie können jetzt ein Mann werden. Und zwar ein richtiger Mann, Neil. Ich meine keinen Jäger. Wie viele Frauen brauchen Sie denn noch? Wie tief müssen Sie noch fallen, um zu begreifen, dass Ihr Verhalten nur der Versuch ist, sich selbst zu zerstören? Heilen Sie das. Und Sie werden frei sein. Komm her, Neil, lass dich mal ansehen. Na, komm! Habe ich dir nicht gesagt, dass sie Wunder bewirkt? Wie ist es gelaufen? Ich weiß nicht. Mein Junge, wir versuchen seit Jahren mal einen Blick in ihren Wohnwagen zu werfen. Wie ist es? Gut. Sie hat dir wohl den Kopf verdreht. Sie hat dir wirklich den Kopf verdreht. Wie liegen wir in der Zeit? Fitch, wo bleibst du? Schon gut, ich komm ja. Neil, wir wissen, wie wichtig das für dich ist. Das Geld für den Bus, wir haben zusammengelegt. Und für eine warme Mahlzeit reicht es bestimmt auch noch. Gebratener Speck, Eier, Pfannkuchen mit Sirup und Toast. Vergiss nicht den Toast mit Marmelade. Und Weintrauben, wenn sie welche haben. Und vergiss nicht die Kekse. Sag mal, willst du frühstücken oder er? Leute, danke. Geh jetzt. Ja, geh jetzt, Neil. Mein Freund geht fort, um Karriere zu machen. Ja.
komisch, was? Was ist dabei, wenn einem jemand auf die Uhr sehen möchte? Stimmt's? Hey, haben wir uns schon mal gesehen? Nein, ich denke nicht. Ich bin Carly. Hi. Und kommen Sie oft hierher? Ich bin Neil. Neil? War nur ein Witz, denn wenn Sie öfter hier wären, würden wir uns kennen, nicht wahr? Ich meine, ich wohne fast in diesem Bus. Ja, so ist es. Wenn Sie jetzt sagen, dass ich mir vielleicht mal ein Auto kaufen sollte, nie. Ich bin zu gern unter Menschen. Ich bin Empfangsdame, ich arbeite für eine Baufirma in Medford. Wir haben in letzter Zeit unglaublich viel zu tun. Ja, nein, die Vorstellung, den ganzen Tag allein in meinem Auto zu sitzen, das ist nichts für mich. Ich bin gern unter Menschen. Warten Sie, das hatte ich schon gesagt, nicht? Ja. Wenn es doch wahr ist, auch wenn es verrückt ist. War nett, Sie kennenzulernen. Oh, Sie steigen schon aus? Ja, ich denke schon. So schade. Tja, so ist das Leben halt, nicht wahr? Ich meine, da kommen die Menschen und gehen wieder und man weiß nie, wieso. Oder ob es je ein Wiedersehen geben wird. So habe ich das noch nie betrachtet. Macht einen nachdenklich, nicht? Naja, auf Wiedersehen. Oh nein. Auf Wiedersehen gibt's nicht. Wir sehen uns wieder, bis irgendwann. Und nicht bloß auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen kann man gern sagen, wenn man einen miesen Job kündigt oder einen miesen Liebhaber verlässt. Ja. Ja, also, wir sehen uns wieder. Irgendwann. Hey, fühlt sich doch viel besser an, stimmt's? Guten Morgen. Sie sind bestimmt Neil. Ja. Leora, wir haben miteinander telefoniert. Ja, natürlich. Danke, dass Sie mich hierher gebracht haben. Ach, sind Sie nicht eingestellt? Sie müssen erst mit Roy reden. Der ist nicht ganz ohne. Sagen Sie Janie, dass ich Sie sprechen will. Ich kann mich nicht erinnern, für die Show morgen diesen betrunkenen Russen abgesegnet zu haben. Das interessiert doch kein Schwein. Ich meine, der Typ trinkt so viel Wodka, fällt aus dem 6. Stock, überlebt das und denkt jetzt, er muss Gott und der Welt erzählen. Ist eigentlich ziemlich lustig. Okay, wir nehmen den betrunkenen Russen. Aber ich will ein paar Leute, die einspringen können, falls der Bursche eine Nullnummer sein sollte. Und passen Sie auf, dass er nicht betrunken ist, weil wir sonst... Wer ist das denn? Ihr 9-Uhr-Termin. Wegen der Wochenendsendung. Oh, ja. Okay. Hi. Gehen Sie schon rein? Ich komme gleich. Alles klar. Okay. Hören Sie. Wenn ich mich das nächste Mal über irgendwas auslasse, wäre es nett, wenn Sie mir sagen würden, dass jemand, der mich sprechen möchte, direkt hinter mir steht. Wenn Sie irgendwann mal Luft holen würden, würde ich das sogar mit Vergnügen machen. Holen Sie mir die Unterlagen, okay? Und sagen Sie diesen Lunch ab. Oh, Mann. Tut mir sehr leid, dass Sie warten mussten. Ich hatte einfach einen verrückten Monat. Ja. Aber kommen wir zu Ihnen. Nick? Neil. Neil, richtig, okay. Leora ist sehr beeindruckt von Ihnen. Sie sagt, Sie hätten jede Menge Erfahrung. Naja, ich hatte eine Weile eine Sendung in Baltimore und danach war ich ein paar Jahre unten im Süden. Ich hatte in meiner Karriere immer mit Radio zu tun. Wissen Sie was? Hören Sie, ich bringe die Leute dazu, dass sie das Rascheln von Blättern genießen im Radio. Wie soll das gehen? Sie werden es wissen, wenn Sie mich einstellen. Wie sehen Ihre Samstagnachmittage aus? Samstagnachmittag wäre okay. Prima. Es ist eine 4-stündige Sendung. Würde das zeitlich passen? Ja, würde es. Ja? Mhm. Ja. Okay, gut. Sie sind eingestellt. Toll. Wir sehen uns dann Samstag. Ja. Und schließen Sie die Tür.
Also, ich rufe Sie dann an, wegen des neuen Formats. Das Ganze hört sich gut an. Ihre Ideen waren fantastisch. Ja? Man sieht sich. Ja, man sieht sich. Meine Ideen waren fantastisch. Meine Ideen waren fantastisch. Meine Ideen waren fantastisch. Meine Ideen waren fantastisch. Pizza aus so einer Schachtel schmeckt viel besser als Pizza aus dem Müllcontainer. Neil, willst du noch ein Stück? Ja, klar. Klar will ich noch ein Stück Pizza. Ich habe sie schließlich mitgebracht. Wie auch immer. Also, ich sehe aus dem Fenster und da steht sie und umarmt diesen Kerl. Wisst ihr, und ich habe gedacht, naja, so schlimm ist es dann auch wieder. Genau. Naja, so sieht es jedenfalls momentan bei mir aus. Und wisst ihr was? Ich habe wirklich tolle Freunde. Und ja. Das macht mich total glücklich. Prost. Auf die guten Freunde. Und du hast die beste Hütte auf dem Platz. Ja, ich habe die beste Hütte auf dem Platz. Bon Appetit. Guten Morgen. Ich wünsche dir auch einen guten Morgen. Hallo, Neil. Hey, Leora, was machen Sie denn hier? Ja, danke. Es freut mich auch, Sie zu sehen. Oh, tut mir leid. Irgendwie habe ich gedacht, Sie würden in Medford leben. Geboren und aufgewachsen hier in Ashland. Und Sie, wohnen Sie in der Gegend? Neil, alter Junge. Wie läuft's denn, Kumpel? Gut. Und wie du jetzt aussiehst, Mr. Wichtig, hä? Ja. Aber du stellst mich ja gar nicht deiner unglaublich reizenden Freundin vor. Leora, das ist Fitch. Fitch, das ist Leora. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits. Ja. Sie sind eine richtige Augenweide. Fitch, könnten wir nachher miteinander reden? Sei nicht albern, okay? Ich setze mich dazu und trink was. Ja. Keine Sorge. Auch wenn du von meinen Freunden als einziger einen Job hast, ich habe mir was mitgebracht. Fitch. Oder möchtest du, dass wir in deine neue Hütte gehen? Wäre dir das lieber? Fitch. Du bist ein ganz gerissener Hund. Oh ja, ich weiß, wie du vorgehst. Mein Freund hier, der hat eine Hütte, die ist der Hammer. Die müssen Sie wirklich mal sehen. Da steht auch ein schickes Feldbett drin. Und bestimmt passt ihr beide da rein, wenn ihr etwas zusammenrückt. Oh. Oh, tut mir leid. Tut mir sehr leid. Das wollte ich nicht. Ist schon okay. Lassen Sie mich Ihnen... Oh, ich bin okay. So ein Idiot. Es tut mir leid. Bitte lassen Bitte, Sie mich Ihnen... Hören Sie auf. Oh. Und schon hat er sich auf den Hintern gesetzt. Ich gehe jetzt. Tut mir sehr leid. Entschuldigung. $25 pro Woche. Die Toiletten und Duschen sind da drüben. Unsere Putzfrau hat vor einem Monat gekündigt. Wenn sie, nachdem sie fertig sind, sauber machen würden, ist mir das zu schätzen. Ich dachte, ich komme mal vorbei, falls du Hilfe brauchst. Ist das alles?
Jep. Verrückt, dass alles, was ich besitze, in eine kleine Tasche passt. Schon okay, mit wenig Gepäck zu reisen. Ja. Vermutlich sollten wir über neulich reden. Nein, das ist nicht nötig. Doch, ist es. Ist es, soweit ich mich noch erinnern kann. Sunny meint, das ist nur passiert, weil ich nie geglaubt hätte, dass du schneller als ich hier rauskommen würdest. Und da die Frau dafür bekannt ist, dass sie nicht bloß heiße Luft ablässt. Unglaublich, was? Da bin ich inzwischen ganze 60 Jahre alt und benehme mich wie ein eifersüchtiges Kleinkind. Dämlich. Fühlt sich bestimmt gut an, hier rauszukommen. Ja, es ist so, wie du es gesagt hast, weißt du noch? Sich mit Pennern anzufreunden, ist verdammt schwer. Sie wieder loszuwerden, ist schwerer. Weißt du, wir sind Freunde? Noch nicht. Leora? Roy? Jemand da? Hier ist Neil. Hallo?
Wieso schlafen Sie auf einer Bank? Ich hab Sie gesucht. Gott, das ist ja ein Ding. Es war keiner da? Nein. Und dabei ging's gerade aufwärts. Wie meinen Sie das? Naja, ich meine, ich sehe Sie an. Wow. Ich kenne Sie gar nicht ohne Business-Outfit. Ach, und wie sehe ich aus? Sie sehen fantastisch aus. Wirklich großartig. Ich will mich mit ein paar Freundinnen im Black Sheep zu Happy Hour treffen. Oh. Die Drinks dort sind echt unglaublich. Jimmy macht Cocktails. Der macht die besten Long Island Eistees der Stadt. Gott, wie sehe ich aus? Sie sehen fabelhaft aus. Okay, Neil, was haben Sie? Nichts, wieso? Kommen Sie. Erst sagen Sie, ich sehe fantastisch aus, dann fabelhaft. Was haben Sie? Ich weiß nicht, Ich habe nur nachgedacht. Und zwar über Sie, uns, ja, uns. Neil. Wenn ich mit Ihnen zusammen bin, fühlt es sich so an, als ob alles irgendwie passt. Ich meine, ich fühle mich wohl in meiner Haut. Sie sind immerhin meine beste Freundin. Sicher empfinden Sie das auch. Neil. Okay, klar, Sie sind Anfang 20, ich bin Ende 40, aber was soll's? Sind Sie bescheuert? Das wäre ja wie ein neunjähriges Kind, das Auto fährt. Jetzt kommen Sie nicht mit sowas. Alles okay? Ja. Ich bin noch ein bisschen neben der Kappe. Ich werde noch etwas hierbleiben. Ich nehme den nächsten Bus. Auf Wiedersehen. Klar. Er hat ein sehr hübsches, aber renovierungsbedürftiges Haus gekauft, das dringend die Hand einer Frau braucht. Wie auch immer, rufen Sie mich doch mal an. Ich vermisse unsere Gespräche. Hast du endlich genug? Hast du endlich genug? Bist du jetzt bereit? Willst du wirklich eine Antwort auf all die Fragen, die du gestellt hast? Willst du mir nicht antworten? Du hast eine Menge Fragen gestellt. Du bist wütend. Und jetzt frage ich dich, willst du wirklich eine Antwort auf all die Fragen, die du gestellt hast? Oder willst du nur Dampf ablassen? Das ist verrückt. Ich weiß, was du jetzt denkst. Und ich spreche mit allen. Immer in ihrer eigenen Stimme. Die Frage ist nicht, mit wem ich rede, sondern wer zuhört. Die Wahrheit wurde vom höchsten Berggipfel heruntergeschrien. Am allertiefsten Ort wurde ihr Wispern vernommen. In allen Bereichen menschlicher Erfahrung hallte diese Wahrheit wider. Liebe ist die Antwort. Ihr habt die Elternrolle auf Gott projiziert und seid so zu einer Vorstellung von einem Gott gelangt, der richtet und belohnt oder bestraft. Ihr habt eine von Angst getragene Realität um die Liebe herum kreiert. Und diese auf Angst gegründete Realität beherrscht eure Erfahrung von Liebe. Nicht nur das, sie erschafft sie sogar. Brauchst du die Angst, um das zu sein, zu tun und zu haben, was an sich richtig ist? Muss dir gedroht werden, damit du gut bist? Und was heißt es, gut zu sein? Wer hat letztlich das Sagen darüber? Ich sage dir, du selbst machst deine Regeln. Du selbst legst die Richtlinien fest. Liebe ist die höchste Energie.
Liebe ist alles. Ja, das habt ihr schon mal gehört. Das Universum hat sich jedes Tricks bedient, um euch diese Wahrheit nahezubringen. Aber in schwierigen Zeiten, in Zeiten der Sorge, des Zweifels oder der Angst, zieht ihr es vor, das zu vergessen. Stattdessen solltet ihr euch lieber eine einfache Frage beantworten. Was würde die Liebe jetzt tun? Dein Leben ohne Erwartungen zu leben, ohne das Bedürfnis nach bestimmten Resultaten, das ist Freiheit. Denkt immer daran, dass ihr euch ständig selbst erschafft. Ihr entscheidet in jedem Moment, wer und was ihr seid. Ihr entscheidet das im Wesentlichen dadurch, dass ihr auswählt, für wen oder was ihr eine Leidenschaft entwickelt. Ehrlich gesagt mache ich mir Sorgen, was die Leute dazu sagen könnten, wenn ich erzähle, dass ich Gespräche mit dir führe. Sich Sorgen zu machen, ist eine Aktivität des Geistes, der seine Verbindung mit mir, Gott, nicht versteht. Erinnerst du dich noch an die Frage, was würde die Liebe jetzt tun? Natürlich. Beantworte diese Frage, Neil. Und ich werde da sein. Immer. Auf jede nur erdenkliche Art. Leiden hat nichts mit Ereignissen zu tun, sondern lediglich mit eurer Reaktion darauf. Was geschieht, ist einfach nur das, was geschieht. Wie ihr darauf reagiert, ist eine andere Sache. Ich will mein Leben zurück. Du kannst nicht alles haben, was du willst. Was heißt das? Was verstehst du nicht? Hast du gesagt, ich kann nicht alles haben, was ich will? Das ist richtig. Was? Du kannst nicht alles haben, was du willst. Ich kann nicht alles haben, was ich will. Korrekt. Das ergibt keinen Sinn. Doch, natürlich. Mit deiner Bitte bringst du zum Ausdruck, dass dir etwas fehlt. Und damit erreichst du nur, dass genau diese Erfahrung des Mangels zu deiner Realität wird. Ja. Sollte ich dich bestrafen, weil du eine Wahl getroffen hast, vor die ich dich gestellt habe? Diese Frage musst du dir stellen, bevor du mir die Rolle eines strafenden Gottes zumisst. Endlos habt ihr mich bedrängt. Zeig es mir. Erkläre es mir. Offenbare es mir. Meine Worte sind so einfach, dass ihr sie nicht missverstehen könnt. Ich bin hier. Genau hier. Jetzt, in diesem Moment. Jetzt ist es an der Zeit, dass du dich mehr als je zuvor dem Göttlichen in dir öffnest. Das wird dir großen inneren Frieden bringen. Und einem friedlichen Geist entspringen großartige Ideen. Ideen, welche die Lösung für die größten Probleme sein könnten, mit denen du zu kämpfen glaubst. Meinst du, das Problem wäre zu groß für mich, um es lösen zu können? Wäre die Befreiung aus diesem Dilemma ein zu großes Wunder, als dass ich es nicht bewerkstelligen könnte? Vielleicht denkst du, trotz aller Mittel, die ich dir in die Hand gab, ist es für dich zu groß, um damit fertig zu werden. Aber glaubst du wirklich, es sei zu groß für mich? Also manchmal, da frustrierst du mich bis zum Anschlag. Ich würde mal sagen, das ist doch gut. Das sollte wohl ein Witz sein. Wer glaubst du, hat den Humor erfunden? Gesundheit. Was willst du eigentlich von mir? Neil? Hm? Du verstehst mich völlig falsch. Und dich selbst verstehst du auch völlig falsch. Ich will nichts weiter von dir, als dass du glücklich bist. Aber du glaubst, du seist geringer als ich, obwohl wir doch in Wahrheit alle eins sind. Es gibt keine Trennung. Ich wünsche mir für dich, was du dir für dich wünschst. Nicht mehr und nicht weniger. Ich mache mir keine Sorgen um deinen weltlichen Erfolg. Das tust nur du. Ihr sollt euch keine Sorgen um das Geldverdienen machen. Wahre Meister haben sich entschlossen, ihr Leben zu leben, ohne sich Sorgen um ihren Lebensunterhalt zu machen. Geh hin und tu, was auch immer du gerne tun willst. Tu nichts anderes. Du hast so wenig Zeit. Wie kannst du auch nur einen einzigen Moment damit verschwenden, deinen Lebensunterhalt mit etwas zu bestreiten, das dir zuwider ist? Das ist doch kein Leben. Das ist ein Sterben. Neil? Neil.
Verrätst du mir, was ich da für dich tippe? Das weiß ich selbst noch nicht so genau. Wie viel Uhr ist es? Neil! Das ist unglaublich. Was ist unglaublich? Es lenkt mich derart ab, was ich da schreibe. Ich kann kaum arbeiten. Oh. Und ich find's überwältigend. Mir ist es egal, ob das komisch klingt. Oder was man vielleicht von mir denken könnte, wenn ich sowas sage, aber... Ich habe geschlafen. Ich saß fest. Mein Leben war ein ewiger Albtraum. Aufgebaut auf nichts als Zweifel und Angst. Ja. Weißt du, wie viel Zeit meines Lebens ich damit verbracht habe, mir Sorgen zu machen, wie ich meinen Lebensunterhalt verdiene? Wie ich mich irgendwie über Wasser halten soll? Ja. Ich will meine Zeit nicht mehr mit so etwas verschwenden, Neil. Ich will mein Leben damit verbringen, wirklich zu leben. Ein Leben, das etwas bewirkt. Ein Leben basierend auf Liebe und Mitgefühl. Und was du da schreibst? Neil, ich habe ganze Seiten nochmal gelesen, die ich längst fertig hatte. Verstehst du, was ich damit sagen will? Ja, tue ich. Weißt du, das ist für mich, als würde ich bloß dastehen und sowas wie ein Diktat aufnehmen und ich kann es nicht stoppen. Warum solltest du auch? Leora, das wird ein Buch. Und nicht nur ein Buch. Das hier ist das restliche Material für Buch Nummer 1. Und dort liegt noch viel mehr Material, was für Buch Nummer 2 reichen dürfte. Oh, dann ab an die Arbeit. Danke. Hör mal, ich weiß, ich kann dir zwar nichts bezahlen, Stopp. Aber ich erwarte nicht, dass du umsonst arbeitest. Neil, wir sind Freunde. Und weißt du, ich spare eine Menge Geld für den Therapeuten. Okay, lass uns eine Abmachung treffen. Wenn wirklich aus dem Ganzen hier was werden sollte, dann will ich dich am Gewinn beteiligen. Wenn du Wohlstand nicht für dich selbst schaffen möchtest, schaff ihn für jemand anders. Hab ich das geschrieben? Mein Freund? Okay, einverstanden. Passt nicht in eure Reihe. Das ist doch genau der Punkt. Es soll auch in überhaupt keine Reihe passen. Wollen wir mal sehen, ob du auch wirklich deine eigene Post liest. Lieber Bob, lesen Sie 10 beliebige Seiten, wenn Sie den Mumm dazu haben. Hallo? Neil Walsh? Ja, der bin ich. Bob Friedman, Hampton Roads Publishing. Hi, Sie hatten also den Mumm, ja? Ja, und mir gefällt Ihr Stil. Wenn Sie nicht kriegen, was Sie wollen, wenden Sie sich ganz nach oben. Ich würde genau das Gleiche tun, wenn ich in Ihrer Position wäre. In welcher Position bin ich denn? Sie sind im Begriff, ein Autor zu werden, dessen Buch gedruckt wird. Das ist ein Scherz. Ich scherze nie, wenn es um Geld geht. Anfangen werden wir mit, sagen wir, 5000 Exemplaren. Was passiert, wenn meine Familie mit Lesen fertig ist, Bob? Ein Optimist. Das gefällt mir. Ich glaube an das Buch. Ich auch. Und deshalb werden wir die Dinge auch beschleunigen. Okay. Mein Büro ruft Ihre Leute an, damit wir die Details klären können. Okay. Hören Sie, Bob. Ich bin meine Leute. Jetzt nicht mehr, Neil. Sie haben jetzt einen Partner. Ich melde mich wieder. Da. Ja.
Der Name der Frau ist Sharon Parker. Sie ist ein Profi, durch und durch. Sie werden sehen. Sie sollten mich reden lassen. Okay, was ist mit Warner Books? Treffen wir die auch noch? Möglicherweise nächste Woche, wenn es sein muss. Aber Putnam, Putnam ist die Zukunft. Nochmal, Neil. Sie dürfen auf nichts reagieren, was Sharon sagt. Das hier ist ein Spiel ohne irgendwelche Emotionen. Alles klar? Ja. Dann gehen wir uns mal amüsieren. Ich nehme an, Sie sind sich bewusst, dass uns wegen des Buchs zahlreiche Anfragen anderer großer Verlage vorliegen. Gibt's Angebote? Gibt's die nicht immer, Sharon? Ja, nun, das macht doch das Leben so interessant, nicht wahr, Bob? Haben Sie denn ein Angebot für uns? Bevor wir dazu kommen, ich bin jetzt mehr als ein halbes Leben in diesem Geschäft. Und abgesehen von 4 Jahren, die ich bei einem anderen großen Verlag war, war ich immer bei Putnam. Selbst Bob wird sicher zugeben, dass sowas in unserer Branche recht selten ist. Kaum jemand besitzt noch Loyalität. Tatsache ist, dass es in der Welt, in der wir leben, immer härter zugeht. Die Zeiten ändern sich. Wie viel, Sharon? Sie fragen sich womöglich, wieso ich sowas überhaupt erzähle. Wie viel, Sharon? Ich habe es aus folgendem Grund getan. Weil es bei Putnam so etwas wie eine Seele gibt. Ja, wir sind ein großer Verlag, aber wir haben auch die Möglichkeit, kleinere Verlage, die eine Seele haben, zu unterstützen. Wie Bob's. Als ich gehört habe, dass Sie bei Hampton sind, war ich hoch erfreut. Sharon, wie viel? Wir wären bereit, Ihnen 1 Million Dollar anzubieten für die weltweiten Rechte an Gespräche mit Gott. Danke für Ihre netten Worte. Ich weiß Sie wirklich zu schätzen und bestimmt geht es Neil genauso. Und ich stimme Ihnen zu, Putnam hat eine Seele. Aber Putnam hat auch eine Menge Geld. Und bedauerlicherweise muss Hampton Roads bei dieser Zahl ablehnen. Danke, dass Sie hergekommen sind. Neil, gehen wir? Ich habe gedacht, wir hätten Ihnen ein ausgesprochen großzügiges Angebot offeriert. Das dachte ich auch. Neil ist ausgebucht, und zwar komplett, und das für die nächsten 2 Monate, Sharon. Ich kann das Buch nicht schnell genug nachdrucken. Und ich denke, wir sind uns beide einig, das ist nur die Spitze eines wirklich gewaltigen Eisbergs. Kommen Sie, Sharon. Ihnen gefällt doch das Buch. Ja, mir gefällt das Buch, Bob. Und ich bin bereit, Ihnen 1 Million Gründe zu nennen, warum ich es mag. 1 Million schaffen wir selbst. Oh. Wissen Sie was? Sie kriegen eine Postkarte, wenn wir die haben. Neil? Es wird Zeit zu gehen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Sind Sie verrückt? Nur Geduld. Eine ganze Million. Ich sagte... Bob? Abwarten. Anderthalb. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Wieso wollen Sie das Buch, Nun ja, Sie finden es vielleicht ganz schön altmodisch. Aber ich denke, Ihr Buch kann die Welt verändern. Es gehört... Ihnen. Es gehört Ihr, Bob. Es gehört mir. Aber sicher. Für 1,5 Millionen. Ja, Bob. Für 1,5 Millionen. Kümmern Sie sich bitte um die Rechnung, Neil. Ich begleite Sharon hinaus, kläre ein paar Fragen und komme dann gleich wieder. Okay. Bob. Danke. Und vielen Dank, Sharon. Herzlichen Glückwunsch, Neil. Michael? Okay. Hören Sie zu. Gut gemacht. Freut mich, dass Sie das sagen. Also, das Cover bleibt bei uns. Ich habe da nämlich ein paar ganz spezielle Ideen. Könnten Sie mir bitte die Rechnung bringen? Tut mir leid. Nicht doch. Was ist so spannend? BWL. In einer Stunde habe ich eine Prüfung und ich sterbe vor Angst. Oh, Sie gehen auf die Universität? Noch 12 Scheine und ich bin fertig. Gerade rechtzeitig zum Sommer, oder? Vielleicht nächstes Jahr, wenn ich Glück habe. Ich habe einen Sohn. Naja, mit Kind, Studium und Geld verdienen, da braucht man halt etwas länger. Dann, für die Prüfung alles Gute. Danke. Noch Kaffee? Nein, ich, ich bin sowas von zufrieden. Danke. Okay.
Vielen Dank. Oh mein Gott. Mein Gott auch. Das soll ein kleiner Prozentsatz sein? Der Scheck war wirklich ziemlich fett. Verzeih mir und halt mich bitte nicht für undankbar, aber das ist ein Haufen Geld. Weißt du, ich dachte, du kannst es vielleicht für die Renovierung gebrauchen, sowas kostet. Neil, es geht nicht, ich kann das nicht. Leora, ich möchte, dass du das Geld nimmst. Außerdem hatten wir beide doch eine Abmachung. Tommy, Neil ist hier. Sag ihm, er soll reinkommen. Frühstücke mit uns, Neil. Okay. Wir müssen feiern. Was gibt's denn? Schon, Neil. Es würden ein Tag oder vielleicht zwei Tage in Russland dazukommen. Und mehr wollen die doch gar nicht. Es ist mir egal, was sie wollen. Ich will es nicht machen. Ich war seit zwei Wochen nicht mehr zu Hause, Leora. Ich bin müde. Denk einfach drüber nach. Denk einfach drüber nach. Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Auf Gottes. Ja, ich wünschte, ich wüsste es. Vielleicht liegt es ja daran, dass ich in meinem Leben so viel falsch gemacht habe. Schon möglich. Aber eins weiß ich. Nämlich, dass es hier nicht um mich geht. Es geht um Leora, glaube ich. Nein, was ich meine ist... Ich habe mir Ihre Vorträge angehört, Mr. Walsh. Und ich habe Ihr Buch gelesen. Sie sagen, Gott ist ein freundlicher Gott. Und das Universum ist ein freundlicher Ort. Und Sie glauben, das wäre anders? Ich glaube, Ihr Gott ist ein rachsüchtiger Gott. Ich habe meinen Sohn adoptiert, als er 6 Monate alt war, weil es hieß, dass ich keine Kinder haben könnte. Wir haben Jimmy verschwiegen, dass wir ihn adoptiert hatten, bis wir dachten, er wäre alt genug, um es zu verstehen. Und als er 14 wurde, dachten wir, das sei der richtige Moment. Von da an ging es bergab. Sein Verhalten änderte sich. In der Schule bekam er Schwierigkeiten. Es war furchtbar. Er war wütend auf seine Mutter, weil sie ihn weggegeben hatte. War wütend auf uns, weil wir es ihm gesagt hatten. Er war wütend auf alles, egal was. Es gab nur eine Chance, ihn zu beruhigen. Wir haben ihm versprochen, sobald er 18 würde, alles zu tun, um seine Mutter zu finden. Egal, was es kosten möge, egal, wie lange es dauern würde. Wir versprachen ihm, dass er seine Mutter kennenlernen würde. Und änderte sich dadurch sein Verhalten? Ein bisschen, aber der Sohn, den wir gekannt hatten, der Sohn, den wir von Herzen geliebt hatten, war fort. Und er hat auch nie wieder Mutter zu mir gesagt. Und an seinem 18. Geburtstag starb er. Er hatte einen Motorradunfall. Ein betrunkener Autofahrer hat meinen Jimmy getötet. Also bitte klären Sie mich über Ihre Definition eines freundlichen Gottes auf. Denn wie kann ein freundlicher Gott Eltern, die ihren Sohn bedingungslos lieben, so etwas antun? Wie kann er sie sowas durchmachen lassen?
Was sagt ihr Gott denn jetzt, Mr. Walsh? Es tut mir leid, mein Liebling. Du wirst nie jemanden lieben. Wie ist Ihr Name? Georgia. Georgia. Ihr Sohn ist verunglückt, damit Sie Ihr Versprechen halten konnten. Seine Mutter ist vor ein paar Jahren gestorben. Sein Tod war für ihn also die einzige Chance, mit ihr zusammenzukommen. Ja. Verstehen Sie? Also, wo ist das nur hergekommen? Mir. Ehrlich, Leora, keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Was, wenn ich das alles nur erfunden habe? Hast du das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woher das eben kam. Doch, das weißt du. Neil? Ja. Okay, los, buch die Extratage in Russland. Hab ich schon. Du hattest recht, was mich betrifft, Mom. Aber ich lerne. Hier ist dein Flugticket. 10 Uhr geht's los. Danke für alles. Wir treffen uns dann in New York.
einen Moment. Fühlt euch nicht verlassen, denn ich bin immer bei euch. Ich werde euch nicht verlassen, ich kann euch gar nicht verlassen, denn ihr seid meine Schöpfung und mein Werk, meine Tochter und mein Sohn, mein Zweck, mein Ziel und mein Selbst. Daher ruft mich an, wo immer. Und wann immer ihr vom Frieden, der ich bin, getrennt seid, ich werde da sein, in Wahrheit und Licht und Liebe. Thank you.
Möchten Sie, dass ich ein Buch signiere? Nein, das möchte ich nicht. Aber ich möchte Ihnen für das Buch danken. Es zu lesen hat mich nicht davon überzeugt, dass Sie Gespräche mit Gott führen. Es hat mich davon überzeugt, dass ich sie genauso führe. Ich danke Ihnen. Oh nein. Ich danke Ihnen.